Konnichiwa Minasan, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir machen ein neues Game und wir spielen mit... Kann ich gar nicht mit ihm spielen. Ich hätte gerne mit Judas gespielt, aber das geht wohl nicht. Okay, schnelle Runde mit Azazel. Ja, viele von euch haben schon gefragt, wann kommt das nächste Isaac-Video. Wir wollen mal wieder, dass du ein bisschen was über Politik erzählst. Und jetzt ist natürlich die beste Vorlage vorhanden, wie ihr wahrscheinlich wisst. Wahl in Thüringen. Kremmerich, oder wie heißt, ich vergesse mal den Namen, aber ich meine, er hieß Kremmerich von der FDP, wurde zum Ministerpräsidenten gewählt mit Stimmen der AfD und hat aber, glaube ich, soweit ich das verfolgt habe, gestern auch schon gesagt, dass er wieder zurücktreten wird. Und da, das ganze Netz und die Medien, was, mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt, warum hat er die Wahl angenommen, wie kann das sein, dass sich jemand von den Rechten wählen lässt? Und ich habe mir das angehört und habe gedacht, Freunde, was ist los mit euch? Wo seid ihr irgendwie schief abgebogen, ja? Und es regt mich wirklich auf, weil das ist so bezeichnend für Deutschland, für das Deutschland der letzten Jahre und letzten Monate. Und es wird einfach nicht besser in Deutschland und niemand, wirklich niemand rafft, oder ja, ein paar Leute raffen das schon, aber irgendwie vor allem die Medien, das sind die, die irgendwie überhaupt nichts mehr verstehen. Wirklich, wie wäre es mit dem Grundkurs Psychologie oder so? Das wäre echt ganz nett, damit man mal versteht, wie so Dynamiken funktionieren und damit man auch versteht, was man tun muss, wenn man die AfD runterhalten will. Denn dann muss man genau das Gegenteil von dem tun, was jetzt immer gemacht wird. Freunde, erstens, wo ist das Problem, dass Kremmerich die Wahl angenommen hat? Er hat sich zur Wahl aufstellen lassen, was sein gutes Recht ist, ja, gesetzlich, er darf das, er hat sich zur Wahl aufstellen lassen und... Die AfD hat ihn gewählt. Ja, aber was kann er dafür? Er kann doch, und dann sagen die, ja, aber er hätte damit rechnen können. Ja, und selbst wenn er damit hätte rechnen können, er hat sich zur Wahl aufstellen lassen, die AfD hat ihn gewählt und das ist erstens das gute Recht der AfD. Die AfD ist demokratisch von den Wählern gewählt worden. Ob mir das nun gefällt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn wir sagen, wir haben in Deutschland eine Demokratie und wir haben Parteien, die sich zur Wahl aufstellen lassen können und die AfD ist eine Partei, die zur Wahl sich aufstellen lassen kann, ansonsten wäre sie schon verboten worden, das ist nicht der Fall. Sonne und unser Gesetz in Deutschland funktioniert noch ganz gut, soweit ich im Bilde bin. Hat sich aufstellen lassen, es haben viele, viele, ich glaube über 20% waren es, weil damit ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, schaue ich es nochmal nach. Wahlergebnis Thüringen. So, schauen wir doch nochmal nach. Landtagswahlen Thüringen 2019. Die AfD wurde von 23,4%, wenn das hier stimmt, ja, 23,4% wurde die gewählt in den Landtag. So, das ist fast ein Viertel der kompletten Bürger Thüringens. Fast ein Viertel hat die AfD gewählt. Und das heißt, ein Viertel der Leute wollten die AfD mit ihren politischen Meinungen da haben. Und wir haben eben eine Demokratie, in der es halt so ist, dass wir Vertreter wählen. Und diese Vertreter, denen geben wir das Mandat und die sollen dann für uns Entscheidungen im Landtag treffen. So ist unser politisches System organisiert. Wenn man ein ganz anderes politisches System haben will, dann ist das gut. Okay, kann man machen, aber so funktioniert die Demokratie in Deutschland. So, und die AfD, ein Viertel der Leute, die die AfD gewählt haben, haben das Mandat an die AfD-Abgeordneten gegeben. Hier, entscheide für mich. Und die AfD-Abgeordneten haben entschieden, okay, wir wollen den Ministerpräsidenten von der FDP haben, weil das für uns immer noch besser ist als der Ramelow von der Linke. So, und das ist vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Die FDP hat für ihn gestimmt und die CDU ebenfalls auch. Die CDU hätte auch sagen können, ah, wir fürchten, dass da irgendwie wahrscheinlich die AfD dann für den von der FDP wählt, deswegen wählen wir jetzt mal nicht den von der FDP. Dann hätten sie aber wahrscheinlich die Linken wählen müssen oder hätten sich enthalten müssen. Und ja, auch die CDU will die Linken nicht haben. Ja, warum denn wohl? Weil die Linken genauso schlimm sind wie die Rechten. So. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren und dann sagen die Leute immer, ja, ja, aber der hat ja so gute Arbeit gemacht. Ja, wenn er so gute Arbeit gemacht hätte, dann hätten die Linken wesentlich mehr Stimmen gehabt und dann wäre auch irgendwie eine Koalition zustande gekommen, ja? Mag sein, dass er gute Arbeit gemacht hat, aber ob man gute Arbeit macht oder nicht, das hängt auch immer liegt auch immer im Auge des Betrachters, ne? So, und er ist vollkommen legitim, vollkommen legal gewählt worden. Und dass jetzt, es ist, dass Frau Kanzlerin Merkel sich da hinstellt und sagt, das muss rückgängig gemacht werden, als Kanzlerin von der Demokratie, wo lebt die denn? Ganz ehrlich, Frau Merkel, wenn Sie das sehen, was Sie nicht tun werden, wo leben Sie? Das ist eine demokratische Entscheidung, die da getroffen worden ist. Eine absolut demokratische Entscheidung. Und mit der Niederlage müssen Leute auch mal umgehen können.
Sie können auch nicht, es kann nicht so lange gewählt werden, bis ein Ergebnis rauskommt, was ein paar Leuten in den Medien und den Linken gefällt. Nein, so funktioniert eine Demokratie nicht. Und wenn die AfD nächstes Jahr oder was weiß ich, wann auch immer 30% kriegt, was wollen sie dann machen? Nee, das Wahlergebnis, das ist nicht okay. Sie bevormunden den Wähler damit. Sie sagen dem Wähler, das, was sie entscheiden als Wähler, wenn sie die AfD wählen, ist nicht korrekt. Was meinen Sie, wozu das führt? Das führt genau dazu, dass der Wähler sagt, jo, am Arsch, jetzt erst recht. So, und deswegen meine ich, wie wäre es beim Grundkurs in Psychologie vielleicht, dann versteht man diese Dynamiken mal. Man macht den Feind nicht damit kaputt, indem man ihn ausgrenzt, denn das, was sie machen, ist auch eine Form von Rassismus da an der Stelle, indem sie sagen, die AfD, jeder, der zur AfD gehört, ist ein böser, schlechter, rechtsextremer Mensch. Das ist eine Form von Ausgrenzung, die da stattfindet. Nicht jede Person in der AfD ist rechtsextrem. Es gibt Personen in der AfD, die rechtsextrem sind, ja, aber nicht alle sind rechtsextrem in der AfD, sondern die AfD hat auch verschiedene Flügel und verschiedene Gruppierungen. Da gibt es dann die Wirtschaftsliberaleren und dann gibt es dann eben die eher Rechtsextremeren. Ja klar, und über die Probleme, die wir in den eher Rechtsextremen haben, da müssen wir auch drüber reden. Aber das sind längst nicht alle. Und wenn sie die komplett stigmatisieren, dann, ja, dann sorgen sie genau dafür, was wir jetzt sehen, dass die AfD immer und immer mehr an Wählerschaft zunimmt. Weil ich persönlich fühle mich extrem verarscht, von dem, was da passiert ist und von dem, was jetzt die ganzen Leute fordern, ja, der muss zurücktreten und nee, das geht gar nicht mit den Wählerstimmen der AfD. Ja, was denn? Heißt das, dass die AfD im Parlament keine Stimme hat? Weil das kann man ja dann immer sagen. Die Linke reicht einen Eintrag ein und vielleicht findet die AfD den Antrag der Linken gut und stimmt mal für den Antrag der Linken. Was machen die Linken dann? Schmeißen die ihren Antrag wieder weg und sagen, ach nein, ja, wir hätten zwar auch ohne die AfD die Mehrheit gehabt der Stimme, aber die AfD hat für uns gewählt, nee, wir lassen uns nicht, Unterstützung von Rechten, nee, das wollen wir nicht. Und selbst wenn es dann geht, ja, die Mehrheit soll nicht durch die Unterstützung von der AfD herbeigeführt worden sein, ja, was ist denn, wenn das dann auf einmal mal passiert? Weil die AfD sagt, der Antrag, der ist ganz gut und der ist sachlich und dem können wir zustimmen. Sagt dann auch, nee, den Antrag wirf mal wieder weg, weil das hat die AfD jetzt mitgetragen. Ja, wo leben wir denn? Es ist ein fucking Parlament, die Leute, die da drin sitzen, die wurden gewählt und die haben alle ihre Stimme. Und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber die FDP hat ja nur 5% gehabt. Ja, richtig, die hat ja auch nur 5% gehabt. Das stimmt zwar, aber das ist für den Ministerpräsidenten eigentlich vollkommen egal. Denn am Ende des Tages bei einer Minderheitenregierung müssen Mehrheiten gesucht werden. Und Mehrheiten werden nur gesucht, wenn man mindestens 51% hat. Und dann müssen die anderen Parteien auch zustimmen. Und die FDP und die AfD zusammen zum Beispiel, da würde keine Mehrheit zustande kommen, sondern da muss schon mehr passieren. Und das ist das Schöne an der Minderheitenregierung. Eine Minderheitenregierung in anderen Ländern hat gezeigt, dass es eigentlich immer nur zum Wohle des Volkes passiert. Denn was passiert? Niemand kann einfach so durchregieren. Die Linken, die CDU oder wer auch immer, die können nicht einfach sagen, wir machen das Gesetz jetzt und wir ziehen das durch. Sondern die Sache ist wichtig. In der Sache muss es eine überzeugende Lösung für ein Problem sein. So dass viele Leute von verschiedenen Parteien sagen, jo, das ist eine Lösung, die unterstützen wir. Und das ist doch das, was wir als Bürger wollen. Wir wollen, dass die Politik Lösungen findet, die für uns ja gut sind. Die uns als Bürger und als Land weiterbringen. Und nicht irgendeine Ideologie, die Linken oder die Rechten oder wer sich auch sonst immer zurecht spinnt, ja, und sagt, so, das bringen wir jetzt durch, weil wir haben die Mehrheiten. Nein, wir wollen eine am Bürger orientierte Lösung haben. Eigentlich, also das schätze ich mal, gehe ich mal von aus, dass das jeder haben will, der klar denken kann. So, wo ist das Problem? Minderheitenregierung, die FDP, kann nicht entscheiden, ohne dass sie die Mehrheiten gibt. Es müssen gute Vorschläge gemacht werden. Und wenn sich gar nichts entscheiden lässt, dann stagniert das Ganze erstmal. Ist vielleicht auch nicht so schlecht für ein Land, haben wir in Belgien zum Beispiel gesehen, als die ein paar, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder so hatten, die eine Minderheitenregierung. Also, wo ist das fucking Problem? Diese ganze Politik und eine Minderheitenregierung würde dem Bürger viel, viel besser tun, als irgend so ein Durchmarsch von irgendwem. Ich verstehe es nicht, wirklich, ich verstehe es nicht. Und für mich ist das ein Zeichen, dass der jetzt dann nach Neuwahlen geschrien wird und so. Ist für mich, ich würde mich als Thüringer Wähler super verarscht fühlen, ehrlich gesagt. Und würde sagen, Moment mal, ich habe gewählt, ihr müsst aus dem Ergebnis was machen. Wir haben den Ministerpräsidenten jetzt gewählt. Damit leben wir jetzt. Wir werden ihn an seinen Taten messen, ob er gut ist oder nicht.
Warum lässt man den Mann nicht einfach erstmal machen? Das, was der Typ gesagt hat auf der Pressekonferenz, klang für mich sehr, sehr vernünftig. Ja, er möchte Politik für den Bürger machen, am Bürger, und möchte, dass Thüringen besser wird und so. Ja, wo ist denn das Problem? Hört sich sehr, sehr geil an, meiner Meinung nach. Aber na, natürlich, das gefällt den ideologischen Linken und den Grünen und den Roten, das gefällt denen nicht. Das ist natürlich ganz klar, dass denen das nicht gefällt, weil die sind nicht am Bürger interessiert, sondern die sind an ihrer Ideologie interessiert, wollen ihren Klimascheiß nach vorne bringen, der sowieso in ein paar Jahren nicht mehr relevant sein wird. Ja, und wollen all die Kacke nach vorne bringen. Ja, ist mir auch klar. Aber wirklich, das macht mich echt extrem traurig. Das macht mich sehr traurig, weil das hat gezeigt, dass Deutschland auf einem ganz gefährlichen Weg ist, dass es momentan nur noch in den Abgrund geht, die Äußerung von Merkel einfach nur mehr als enttäuschend. Und deswegen wollte ich das in diesem Video hier auch mal kundtun, weil es regt mich so auf. Und das Gelaber von den ganzen Leuten, die dann da immer... Es hat mich lange schon nichts mehr so aufgeregt. Seitdem ich in Japan bin, habe ich eigentlich sehr viel Abstand davon gewonnen. Von der ganzen Politik-Scheiße. Und ich habe im Übrigen, ich verfolge die Sachen schon. Nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt, wo ich in Japan bin, interessiert mich Deutschland nicht mehr. Nee, nee, so ist das nicht. Sondern ich verfolge die Sachen schon, weil Deutschland ist mein Land, in dem ich geboren worden bin, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin der Meinung, Deutschland hat sehr, sehr viel gute Sachen gemacht und hat einen sehr großen Wohlstand etabliert. Aber in den letzten Jahren läuft es in eine absolut verkehrte Richtung, meines Erachtens nach. Und das sehen wir auch immer wieder. Und wenn ich dann höre, dass an Universitäten Vorträge von Professoren, nicht nur der AfD, sondern einfach Leuten, die zum Beispiel sagen, der Islam ist ein bisschen kritisch, da werden Vorträge an der Universität, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, deswegen möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, aber ich habe das Dokument vorliegen. Und ich könnte es nachgucken, wo ist es denn, warte, ich gucke es einfach mal direkt nach, dann kann ich euch das auch sagen. Da gibt es nämlich dann Beschwerden von Linken und dem Schwulenreferat. Wo haben wir es denn? Marburg. An der Universität Marburg. Der AfD Marburg, ne? Hat dann da ein Schreiben vorgelegt gegen eine Frau. Ich glaube, es war eine Professorin sogar, warte. Die nämlich eine Kopftuchdiskussion machen wollte. Und die nämlich sagt, das Kopftuch ist nicht so vielleicht die beste Idee. Oder es gibt da durchaus... Ich kann das Dokument gerade nicht öffnen. Ich meine, es war eine Professorin, ne? Und da wird sich dann gegen den Vortrag von Professorin oder von Frau XY. Was ist das denn für ein Scheiß? Eine Universität ist ein Ort, an dem freie Meinungsäußerung herrscht, und Forschung und Universität lebt davon, dass auch kritische Meinungen und gegensätzliche Meinungen ausgetauscht werden, weil man an der Wahrheitsfindung interessiert ist und nicht an einer ideologischen Lösung. So. Ganz easy. So funktionieren Universitäten, und das wird auch schon mittlerweile unterbunden. Warum wird das unterbunden? Verstehe ich nicht. Ist nicht zu entschuldigen. Mit nichts zu entschuldigen. Wirklich nicht. Und das ist ganz gefährlich, was da passiert. Wirklich. Das ist mega gefährlich. Denn wenn es jetzt wirklich zu Neuwahlen... Ich habe gehört, dass das gar nicht so eindeutig ist mit den Neuwahlen. Und dass man da auch erstmal jetzt irgendwie eine Mehrheit für finden muss. Und wenn sich die AfD da querstellt, das auch schwierig ist. Aber nun gut, wir werden abwarten, wie es da weitergeht. Aber man wählt nicht so lange, bis das Ergebnis einem passt. Das macht man nicht. So funktioniert das nicht. Tut mir ganz ehrlich leid. Und dann sagen die Leute, ja, aber es ist doch auch demokratisch, dass er zurücktritt. Ja, natürlich kann er zurücktreten, wenn er zurücktreten möchte, aber die Bedingungen jetzt, unter denen ein Rückzug eingeleitet worden ist, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, ja. Sondern das hat einfach was damit zu tun, dass der Druck für ihn zu groß war und der arme Herr Kemmerich leider noch nicht genug Shitstorms in seinem Leben gehabt hat, um festzustellen, dass so ein Shitstorm auch ganz schnell wieder weggeht und wenn man ein bisschen wartet, auch Leute kommen, die einen unterstützen. Ja, er ist dem Druck erlegen, finde ich extrem schade. Herr Kemmerich, wenn Sie das hören, was Sie wahrscheinlich eh nicht tun, finde ich extrem schade, dass Sie da Ihr Rückgrat verloren haben und das nicht durchgezogen haben, weil ich glaube, dass Sie für Thüringen was Gutes hätten machen können, wenn Sie das durchgezogen hätten. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass sie dem Druck erlegen sind, weil es ist natürlich nicht einfach, sich gegen den Shitstorm gerade im Internet von den paar Linken und Grünen, die dann da meinen, ja, ne, sie müssten irgendwie Stress machen, sich da zu widersetzen. Kann ich auch verstehen, dass das nicht ganz einfach ist. Ich habe auch meine Erfahrungen mit Shitstorms. Aber, ne, nein, einfach nein. Das, was da passiert in Deutschland, das kann niemand gut finden, der irgendwie halbwegs, halbwegs bei Sinnen ist, meiner Meinung nach. Finde ich nicht okay. Finde ich echt nicht okay. Und das wird zum großen Problem werden. Und übrigens, die AfD ist weiter gestärkt jetzt. Also für die Leute, die was gegen die AfD machen wollen, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht. Ihr habt denen noch mehr in die Hände gespielt. Weil, ihr müsst mal so sehen, die Leute, die laut sind im Internet und die laut sind in den Medien, die sagen, nö, das geht gar nicht. Das ist in der Regel die Minderheit. Ja? Das ist in die Minderheit und dann gibt es ein paar verblendete Leute, die dann da irgendwie auf die Straße gehen und demonstrieren für irgendwas. Aber
die Leute, die nicht die Zeit und das Geld haben zu demonstrieren und die ums Überleben kämpfen, sage ich mal, die zum Mittelstand gehören, die nicht so ideologisch verblendet sind, das sind die, die immer noch in der Mehrzahl sind, ja? Und die werden sich jetzt denken, ey, Moment, was ist das denn für eine Scheiße? So, und die werden denken, ne, tut mir ganz ehrlich leid, AfD finde ich vielleicht gar nicht so gut, aber rein aus Protest werde ich jetzt die AfD wählen. Weil die Leute sind nicht dumm. Die Leute sind nicht dumm, Mann. Die verstehen das ganz genau. Da ist niemand dumm von denen. Und ja, wie gesagt, ne, und Frau Merkel und all die anderen Parteien, die jetzt sagen, das ist nicht okay, die sagen dem Wähler, ihr seid dumm. Das ist für mich ist das eine Aussage. Die Leute, die jetzt die AfD gewählt haben in Thüringen, die haben von Frau Merkel gesagt bekommen, das war richtig dumm. Was ihr gemacht habt, ihr seid einfach dumm. Ihr könnt nicht wählen. Ach, scheiße, ich hab so ein... Ah nein, ich hab ein Kack-Item. Ne, da hab ich jetzt gar keine Lust drauf. So, da fangen wir jetzt nochmal neu an. Geht mir auch eigentlich gar nicht ums Spiel. Ihr merkt schon, ich hab mich in Rage geredet, aber... Ne, es ist wirklich meiner Meinung nach unverzeihlich, was da passiert ist und was da passiert gerade. Ja. Deswegen, ich werde mir überlegen, wie ich eventuell, weiß ich nicht, wie ich durch Videos, durch Bildung, dadurch irgendwie die Leute anzureden, regen, mehr selbst zu denken und durch Bereitstellung von Informationen oder so, wie ich vielleicht einen Beitrag dazu leisten kann, dass es besser wird in Deutschland. Ich überlege da mal in den nächsten Wochen und Monaten, ob ich da vielleicht irgendwas machen kann, ja. Aber wenn das so weitergeht und ja... Ja, liebe Freunde, das ist keine gute Richtung, in das das Ganze funktioniert. Ich meine, die Leute sprechen vom Vergleich mit der NSDAP, das ist natürlich, kannst du vergessen, dass als die NSDAP an die Macht gekommen ist, war ein ganz anderes System vorhanden. Sowas wie das Ermächtigungsgesetz, das funktioniert heutzutage auch nicht mehr. Und, also, die Situation war eine ganz andere, ja. Aber, wir haben ein Problem mit Extremismus in Deutschland, und zwar sowohl von rechts als auch von links. Beide Seiten, auch Linksextremismus, wird immer mehr zum Problem. Berichten die Medien nicht so gerne von, weil das ist die Medien halt auch mehr linksgelehnt sind in der Regel. Aber auch da haben wir ein Problem. Und ja, das ist ein Problem. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Stell dir vor, jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, in den nächsten Jahren kommt die Wirtschaftskrise. Den Leuten geht es richtig schlecht durch die Wirtschaftskrise. Und dann ist eh der Hang zu Extremen immer noch mal stärker. Ja, wo soll das denn hinführen? Das kannst du richtig knicken in Deutschland, wirklich. Es gibt auch Leute aus der Wirtschaft und Millionäre, die sagen schon jetzt, we are fucked. Ja, wir sind am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, und das sehe ich relativ ähnlich. Ich habe immer noch die Hoffnung, weil ich weiß, dass es Politiker gibt, die in eine gute Richtung gehen. Auch aus der CDU zum Beispiel. Ich kenne viele Politiker, die da meiner Meinung nach in eine gute Richtung gehen. Und ich begrüße es auch sehr, dass der Herr Merz gesagt hat, er möchte jetzt mehr in der Politik sich engagieren. Aber das ist ein guter Mann. Ja, das ist ein guter Mann, der versucht, die Dinge zu überblicken, der vernünftig konservative Ansichten hat. Und das gefällt mir. Und das ist, denke ich, für Deutschland auch keine schlechte Richtung, in die der Mann zum Beispiel gehen möchte. Aber, ja, die CDU mit der Merkel da, wenn die Merkel nicht wirklich schnell mal klein beigibt und da nicht mal ein vernünftiger Typ hinkommt, also Frau Kamp-Karrenbauer ist meiner Meinung nach auch keine Rettung, sondern ganz im Gegenteil, die hat überhaupt keine Ahnung, was sie da irgendwie macht, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, was willst du da tun, ne? Das ist natürlich auch nur meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben, aber, und ich habe kein Problem damit, wenn zum Beispiel ein linker Ministerpräsident wird, auch wenn ich denke, dass das nicht gut für das Land und für Deutschland ist. Aber wisst ihr was? Wir müssen, wenn wir uns nicht darauf einigen, dass die Spielregeln für alle gleich sind und dass wir die Spielregeln einhalten, dann herrscht Chaos. So, und der Herr Kemmerich ist nach Spielregeln gewählt worden, Spielregeln, die wir in der Demokratie haben. Wo ist das Problem? Wo ist das fucking Problem? Es gibt keins. So. Und dass der jetzt durch Druck dazu gezwungen wird, zurückzutreten, puh. Und da fangen die Probleme an. Die Leute reden, ja, der Höcke ist Faschist und so. Ja, mag sein. Aber das, was da jetzt passiert, dass wir so lange wählen, bis ein Ergebnis rauskommt, mit dem Linken oder so zufrieden sind, das ist genauso schlimm. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Ja, das ist der Anfang vom Ende, meiner Meinung nach. Wenn das so weitergeht, haben wir ein Riesenproblem. Furchtbar. Furchtbar. Wirklich. Es fällt mir immer mehr auf. Je länger ich hier in Japan lebe, je länger ich die Situation Deutschlands von außen betrachte, frage ich mich, was machen die Idioten da?
Tut mir leid, dass ich das so klar sage. Ich frage mich einfach. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Nun gut. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch sagen, ich bin jetzt seit dem 4.2. mache ich Carnivore-Diät. Ich weiß, da habe ich jetzt die nächsten wieder auf die Palme gebracht. Wirklich, ist so schlimm. Weißt du, egal was du sagst, mit deinen Äußeren, irgendjemand bringst du immer auf die Palme. Auf jeden Fall bin ich jetzt seit dem 4. Carnivore, das heißt 3 Tage habe ich hinter mir. Und bisher, ja, also... Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Körper fühlt sich leicht an. Ich habe nicht so ein extremes Völlegefühl. Ich fühle mich aber trotzdem, die meiste Zeit bin ich satt. Ohne, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, ich habe jetzt total Hunger. Also, ist jetzt nicht so, als würde ich, ja, mich irgendwie zwingen zu irgendwas. Fleisch, mir schmeckt es auch immer noch sehr, sehr gut. Ich finde es geil. Mayu ist nicht so die Fleischesserin irgendwie. Deswegen hat die ein bisschen mehr Probleme. Aber sie steigt auf Fisch um. Und Fisch funktioniert super für sie. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es sind jetzt halt erst 3 Tage, da kann man noch nicht viel sagen. Ich habe keinen Durchfall oder so, was ja einige berichten bisher. Und ich fühle mich sehr gut. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber ich muss sagen, dass ich doch manchmal schon Bock hätte auf was Süßes. Also der Zuckerentzug ist dann doch schon real. Ja, jetzt schon hart. Zucker ist halt eine Droge, ne, wenn man es so sieht. Ja, aber ich bin gespannt, wo es hingeht. Und ja... Wie die Reise weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Das wollte ich einfach nur nach draußen bekommen. Ich musste mal diese Wutrede hier von mir ablassen. Es hat mich einfach zu sehr aufgeregt und ich musste es rauslassen. Es musste raus. Es hilft mir immer, wenn ich sowas rauslasse. Ja. Im Übrigen möchte ich auch nochmal das vielleicht, schlechter ist jetzt am Ende zu sagen. Ich werde auf ellenlange Kommentare nicht antworten unter diesem Video. Nicht, weil ich mich nicht mit euren Kommentaren auseinandersetzen möchte, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe. Ich habe meinen anderen Kanal, in dem ich Fulltime mache. Ich habe viel zu tun. Ich wollte jetzt diese hier 20 Minuten einfach rausbringen. Werde das jetzt auch direkt hochladen, ohne da wirklich was zu bearbeiten. Und ich habe nicht die Zeit dafür, mit Leuten über politische Meinungen jetzt zu streiten. Ehrlich nicht. Ja, das kostet mich Stunden. Es kommt am Ende nichts dabei raus. Ihr habt eure Meinung, das ist auch gut so. Ich habe meine Meinung, das ist genauso gut. Ich wollte euch anregen, darüber nachzudenken. Und das ist alles, was ich hier machen wollte. Und ich wollte jetzt niemanden von euch in den Kommentaren, möchte ich da jetzt von irgendeiner Meinung überzeugen. Wenn ihr meint, das ist alles Blödsinn, was ich erzähle, ja, dann ist das so. Dann könnt ihr diese Meinung gerne sein. Ich akzeptiere das, solange ihr mir auch meine Meinung lasst. Ich möchte, dass ihr mir meine Meinung lasst, weil ich lasse euch auch eure. Aber trotzdem kann ich ja hier frei meine Meinung äußern. Genauso wie ihr eure Meinung äußern könnt, könnt ihr gerne machen, könnt ihr auch in den Kommentaren machen. Aber erwartet keine Antwort, weil da habe ich einfach nicht die Zeit für. So, alles klar, das war's von diesem Video. Und in diesem Sinne, ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich beobachte das und vielleicht werde ich in Zukunft öfter mal solches Commentary hier wieder machen, um einfach meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und ja, wir werden sehen. Aber die Sowjetunion, Stalin, Maos China, die NSDAP, also Hitlers Deutschland, all diese faschistischen Systeme entstehen dadurch, dass der einzelne Bürger sich an die Ideologie verkauft hat und den Mund hält. Und das möchte ich nicht tun. Ich möchte nicht den Mund halten. Und ich weiß, dass die Linken der Meinung sind, die würden genau das gleiche Argument hervorbringen. Die würden auch sagen, ja, wir wollten den Mund nicht halten. Ja, ist auch gut so. Aber wir müssen eben andere gegenseitige Meinungen akzeptieren. Und wenn die Linken die Meinung der etwas... der Konservativen genauso akzeptieren würden, dann würden wir auch einen healthy Dialog, einen gesunden Dialog in der Gesellschaft haben. Das tun sie aber nicht. Sondern die Linken sagen pauschal, mit denen reden wir nicht. Das ist ein Fehler. Ja, und auch die aus der Mitte. Die Mitte, wo ist die Mitte eigentlich? Mitte ist gar nicht mehr da. Wo ist die Mitte? Die Werteunion ist vielleicht die einzige Hoffnung in der Mitte noch. Ein bisschen konservative Mitte oder so. Wo ist das sonst hin? Was soll ich denn wählen, ganz ehrlich gesagt? Ich meine, ich bin froh, dass ich für Düsseldorf eine Abgeordnete von der CDU habe, die ich wählen kann. Weil ich weiß, dass die meine Meinung vertritt und dass die das vertritt, was ich auch fordere. Ja, das weiß ich. Aber wenn ich in Thüringen wäre, was würde ich denn wählen sollen? Was denn? Alles klar, Leute. Bleibt stabil. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal. Und bildet euch. Denkt nach. Lasst den Ideologen nicht das Spiel, überlasst es ihnen nicht. Vor allem, wenn ihr Student seid und in der Uni seid und ihr seid in den geisteswissenschaftlichen Bereichen, hört genau zu, was die erzählen und lasst euch nicht indoktrinieren. Die Geisteswissenschaften sind so verseucht mittlerweile von Ideologen, es ist furchtbar.
auch für mich der Grund gewesen, warum ich keine Lust auf den Master hatte. Du kannst knicken. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.